So, na dann, ich würde mal sagen, willkommen zurück. Willkommen zurück aus dem Urlaub erstmal. Ja, nach einer Woche Streampause jetzt hier, nachdem ich eine Woche im Urlaub war, über eine Woche, wir waren jetzt, ja, eigentlich fast genau eine Woche. Weil am Wochenende konnte ich auch nicht streamen, weil ich da unterwegs war. Jetzt bin ich wieder da. Wir hören damit auf, womit wir aufgehört haben und wir die Urlaubspause begonnen haben. In Minecraft. Wir spielen heute Minecraft weiter. Bauen wieder weiter an der Villa. Starten mal das Spiel, würde ich sagen. Dann kann ich euch die Playlist anmachen. Im Voice bin ich auch wieder drin. Da mal schauen, die Möglichkeit besteht auch wieder. Müsst ihr natürlich wissen. Oha. Der wird ja schon genossen. Ich bitte um Verzeihung. Gleich am Anfang des. Streams. Mein PC stört im Hintergrund ein bisschen rum. Also, falls ihr auf Discord kommen wollt, es geht auch über einen Link. Ihr könnt auch über einen Link einfach reinkommen auf Discord und könnt euch einfach nur in den Voice mit reinmischen. Ich hoffe, ich bin zu hören. Und alles ist zu hören. Ja, maybe. Sieht gut aus. Dann würde ich mal sagen, auf in die Welt. Suche ich auch mal die Anleitung raus, nach der ich die Villa hier baue. Natürlich in der Anleitung ist es natürlich ein bisschen anders. Die Musik muss ich vielleicht ein bisschen leiser machen. Die ist gerade ein bisschen laut, die wird nachher noch leiser. Ah ja, ein Villager-Dorf haben wir auch mal geplündert. Da ist schon eine kleine Rüstung bekommen. So, Ton wollten wir machen. Oder hatte ich das schon irgendwie? Ich glaube, wir würden noch neuen Ton machen. Ich habe keinen mehr, zumindest hier im Inventar. Brauche ich nur den Sand. Sand und Kies müssen jetzt erstmal abgraben gehen. Der erste Schritt ist jetzt hier erstmal den Boden fertig kriegen. Das haben wir beim letzten Mal nicht geschafft. Haben wir denn noch Spitzhacken dabei oder soll ich mir noch eine machen? Ich sollte mir vielleicht noch eine machen. Sticks brauche ich dafür. Sticks and Stones. Machen wir am besten gleich zwei. So, das lagern wir gleich mal wieder zwischen. Eine Kiste. Habe ich jetzt nur eine gemacht oder zwei? Ich habe nur eine gemacht. Ach, was soll's. Okay. So, dann Sand, 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 Sand. Gibt es dort am Wasser? Und Kies. Sand und Kies packe ich mir am besten mal hier hin. Damit ich sehe, wie viel ich schon habe. Und ich bin völlig blöd, weil ich brauche nur Schaufel zum Sand und Kies abgraben. Dürfen mir die Spitzhacke relativ wenig.
Hintergrund die üblichen, der übliche Minecraft-Soundtrack, meine ruhige Playlist. Furcht kann ich auch mal kurz, damit ihr nicht immer nur dasselbe Gedudel habt. Tun wir hier ein bisschen. Die Musik liebe ich doch auch immer sehr gerne. Wenn sie dann mal spielt. Bisschen ruhige Life is Strange Musik im Hintergrund. Doch fast noch chilliger als die ist der andere Mischmasch, der da im Hintergrund läuft. Dann graben wir hier mal den Sand ab. Oh nein, das war ein Deich. Jetzt flut mal hier die Höhlen. Was soll es? Sand. Da ich das noch mal in Sand zu kommen. Man glaubt es kaum. Dem Hausboot zu lieber auf die Umwelt scheißen. So sieht's aus hier in Minecraft. Was können wir heute bequatschen? Ich war im Urlaub. Da könnt ihr euch ein bisschen erzählen, wenn ich meine Monologe drüber führen. Am besten ist bei Minecraft natürlich immer. Deswegen gibt es auch die Option im Discord-Channel. Zu trinken oder auch im Chat auf Twitch mal ein bisschen zu schreiben. Ich war im Urlaub eine ganze Woche, vielleicht ein bisschen mehr als eine Woche, von Samstag bis Samstag. Samstag losgefahren, also Samstag den halben Tag dann dort in Hamburg gewesen. In Hamburg war ich im Urlaub, falls ich noch nicht gesagt habe. Ja, das volle Tourismusprogramm. Ich bin immer wirklich so ein. Ich habe wirklich sehr viel Bock auf solche Tourismusurlaube. So das volle Programm mit. Obwohl, Hafenrundfahrt und Stadtrundfahrt haben wir diesmal nicht gemacht. Habe ich damals diesmal nicht gemacht. Ja. Mal schön ein bisschen die Stadt erleben. Auch wenn ich da schon mal da war. Also mal, wir sind mal irgendwie mal ganz kurz mit der Familie. So 2, 3 Tage waren wir da mal. Weil ich gesagt habe, ich jetzt noch mal in Hamburg ist doch eine schöne Stadt. Kann man gut Urlaub machen an der Nordseeküste, im plattdeutschen Strand. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut.
Nichts mehr leise. Jetzt habe ich gleich zwei Stacks Sand. Und kein einziges Kies. Kies hier. Ich wollte gerade Kiefer sagen, aber Kiefer. Kiefer war ein Baum. Jetzt noch eine Kiesschaufel. Hier ist genug Kies. Das können wir abgraben. Mach mir aber mal eine Schaufel, das geht schneller mit Schaufel. Ach, da drüben. Hier gibt es noch sehr viel Sand, sehr viel Kies. Das können wir auch benutzen hier. Als Kies- und Sandgrube. Ja. Wie gesagt, habe ich halt jetzt die vielleicht eine Woche ein bisschen Erlebnistourismus gemacht. Wer mir auf Instagram gefolgt ist in der Woche und wer mir jetzt auf Instagram folgt, kann es nachgucken. Ich habe jede Menge Bilder gepostet vom Urlaub. Ein Video wird es diesmal nicht dazu geben zum Urlaub. Habe ich mich dagegen entschieden. Habe ich gesagt, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wenn ich den Urlaub mal als Urlaub erleben und muss jetzt, will jetzt nicht mehr dran denken, irgendwie noch die Kamera anzuschmeißen, noch ein bisschen zu filmen. Ich habe Fotos gemacht, wo es ging und habe da euch so mitgenommen. Auf Instagram konntet ihr das ein bisschen sehen. Ja, wie schade, dass die Schaufeln nicht stackable sind. Dass man den nicht stecken kann. Dass man hier mehrfach hin und her laufen muss. Dass man hier hinlaufen nicht, aber. Was wollte ich sagen? Dass man die nebeneinander stapeln muss. Ist halt auch so ein bisschen. War das nicht mal? Ich glaube, ich habe letztens mal eine Minecraft-Version gespielt, irgendwie eine Alpha-Version, irgendwie eine. Die Alpha-Version, die Grunk damals jetzt in seinem ersten Netzwerk gespielt hat. Habe ich auch mal anprobiert, wie das ausschaut. Ich glaube, da konnte man Schaufeln noch stacken. Oder Spitzhacken, wie das dort war. Ja, zum Urlaub gibt es nicht viel zu sagen, da das habt ihr alle gesehen auf Instagram. Wenn nicht, schaut auf Instagram mal vorbei. Hübsche Bilder. So die Stadtteile im Zentrum, ums Zentrum rum. Was mit S-Bahn zu erreichen war, haben wir uns alles angeguckt. Landungsbrücken, wie war das Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof haben wir noch einige Zeit verbracht. Reeperbahn haben wir auch mal vorbeigeschaut am Tag. Am Tage natürlich. Wo waren wir noch, so die ganze Station hier. Jungfernstieg rum. Berlin City, nicht Berlin, Hamburg City. Kann ich nur empfehlen, Hamburg. Also ich liebe die auch in Kiel, als ich mal im Urlaub war. Das ist schon eine Weile her, dass ich in Kiel war. In Kiel war auch schön. So Nordstädte. In Kopenhagen, wo wir waren, war auch. Ach du Scheiße. Was suchen die hier?
Ach du Scheiße, jetzt habe ich hier diese. Nein! Haut mir ab. Die Oguyaner sind hier. Mangrove Arno habe ich selber Oguyaner genannt. Und ein Creeper direkt vor meinem Bett. Haust du ab! Nicht mein Haus in die Luft sprengen. Was ist denn hier los? Eine ganze Party hier. Oh nein, das Haus. Da reißt dir noch mein Bett ab. Ach du Scheiße. Nicht mein Zeug. Alter. Wozu habe ich die Rüstung? Mein Zeug, was ich schon gesammelt habe. Skis und so. Hätte früher schlafen gehen sollen. Wo sind denn die jetzt hergekommen? Von da drüben, wo ich da gehe. Wo ist mein Schwert? Ich muss jetzt umbringen irgendwie. Und wenn es mein Zeug gekostet. Schwert. Wo ist der andere Dude? Liegt dann irgendwo mein Zeug verteilt. Alter Schwede. Passiert hier in Minecraft halt regelmäßig, wenn es Nacht wird. Und direkt am Haus vor allem. Und jetzt habe ich hier die Oguyaner erzürnt. Unheilvolles Banner. Na toll. Jetzt habe ich einen Banner. Drohung des Unheil. Na toll. Ich habe einen Banner ich habe einen Bannerträger ermordet. Das ist hoffentlich nicht die klügste Idee. Sand habe ich noch dabei. Der Gieß ist aber angekommen. Ich glaube, ich sollte das Banner nicht bei mir haben. Kann ich das hier irgendwo abstellen? Wäre nicht so gut, das irgendwie in der Nähe des Hauses zu platzieren, aber bringt das irgendwas, wenn man das als Souvenir sich mitnimmt? Dann gründe ich jetzt hier eine Festung von denen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, das hier zu behalten. Irgendwas Spannendes muss doch hier beim Hausbau passieren. Damit der Party hier nicht. Damit Stream hier nicht aus purem Abbauen, aus Betonbauen besteht. Das wäre doch langweilig.
erstmal ein bisschen was essen. Und ich regeneriere. Und Wassergraben ist nicht die klügste Idee. Aber das mal eh irgendwann. So. Gieß, gieß, gieß. Ich mache mal auch gleich zwei Stacks voll damit. Und damit wir dann gleich Beton machen können. Das tun. Muss ein bisschen unter das Wasser. Muss auf die Blasen aufpassen, wie viel ich atmen kann unter Wasser. Das will ich ertrinken. So schaut's aus. Könnt ihr mir mal, falls ihr es jetzt schon nicht live auf Twitch macht, ich werde die Stream-Aufzeichnung auch wieder auf YouTube hochladen, könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben, wo ihr so Urlaub macht oder ob ihr Urlaub macht oder wie das bei euch so läuft, ob ihr dieses Jahr Urlaub macht, macht ihr Urlaub, ja wo. Auch nicht so häufig Urlaub. Das ist, glaube ich, auch die letzten Jahre. Weiß nicht, habe ich da große Urlaub gemacht? 2020 weiß ich, da bin ich in, sind wir nach. Da war ich in Kopenhagen. In Dänemark. Ja, das hatte ich erzählt. Ich hatte eben die. Das ist die nordischen Städte, die. Die finde ich gar nicht übel. Da reise ich gerne mal hin. Also wohnen weiß ich nicht. Aber Udo machen. Nordsee, Ostsee ist echt. Ja. Oder in Norwegen. In Norwegen war ich nicht, in Dänemark, in Kopenhagen. Kopenhagen war auch nicht übel. Ich mag es auch, solche Städte zu erkunden. Das ist dann wirklich dann. Die Sehenswürdigkeiten der Städte zu sehen und so. Nicht der Typ für. Nennt mich verrückt, aber ja, das ist so. Ich bin da so der. Der typische Touri im Urlaub. Nicht ganz so typisch, also mit ja, Sonnenhut, mit Strohsonnenhut und Sonnenbrille laufe jetzt nicht rum, aber so vom Programm her. Und natürlich wieder bis Mittag im Hotel rumgeflänzt. Ja, Urlaub, da kann man ein bisschen faulenzen. Und jetzt hier wieder zu Hause. In meinem Aufnahmezimmer hier ist wieder heute irgendwie, obwohl es draußen kühler ist, obwohl es draußen kühler geworden ist. Die Woche vor dem Urlaub war ja Hardcore. Schockhitze.
wo es jetzt kühler ist in meinem Zimmer. In meinem Zimmer sind es mal wieder. Vielleicht, weil ich das Rollo die ganze Zeit oben hatte. Ist mal wieder gefühlte 30 Grad hier. Ich stream hier wieder ohne Ventilator. Ich muss dran denken, was zu trinken. Trinken ist wichtig, ja, vor allem wenn es in meinem Zimmer so heiß ist. Draußen nicht, aber in meinem Zimmer schon. Trinken ist im Sommer sehr wichtig. Im Winter auch, aber im Sommer vor allem. So, den Stack kriegen wir jetzt hier noch voll. Unter Wasser arbeitet es sich ein bisschen härter. Aber hilft ja nichts. Kies muss her. Könnte in eine Höhle reingehen, aber das ist mir fast schon lieber hier unter Wasser zu graben. So haben wir die zwei Stacks voll und es wird schon wieder dunkel. Die Tage vergingen ja so schnell in Minecraft. Ja, im Urlaub sind die Tage auch sehr schnell vergangen. Wie schnell der Urlaub schon vorbei war. Das ist gerade im Urlaub verboten, sollte das werden, die Zeit so schnell vergeht. Wenn man Freizeit hat, wenn man Urlaub hat, das ist dann. Jemand sieht's versichert, ist die hier. Jetzt mache ich gerade Blödsinn. Hier auch irgendwie wieder. Was tue ich hier? Das ist das. Ach, von mir aus. So 32, ja. Ach, fuck. Den Farbstoff brauche ich noch. Und erstmal ins Bett legen und schlafen. Bevor ich jetzt hier wieder angegriffen werde. Fortschritt freiwilliges Exil. Okay. Hab ich gerade gesehen. Das bedeutet was? Wir werden es nicht rausfinden. Aber freiwilliges Exil passt zu mir. Das haut hin. Müssen wir das Loch wieder füllen. Diese scheiß Creeper immer wieder.
Jetzt werden wir wieder auch ein bisschen was brauchen hier. Um den Boden dort zu richten, den der Typ weggemacht hat. Ja, so geht's doch viel einfacher. Das ist der Käse, den wir vorhin gemacht haben. So, hier wird Trockenbeton. Den müssen wir dann auch ordentlich abbauen. Dafür sind die Spitzhacken. Wie viele Stacks kriegen wir da raus? Ich glaube, 4 müssen es sein. Ich muss 2 Stacks Sand und 2 Stacks Beton. Vielleicht doch mehr sogar. Ne, mehr wird's nicht. Exakt 4 Stacks. Sehr schön. Dann mal auf ins Wasser. So, dann graben wir erstmal das ab. Fünf mal fünf Block. Hier fließt das Wasser mal schön nach, deswegen können wir hier gut bauen. Gut abbauen. Und 4 Stacks kann man auch gut arbeiten, können wir eine Weile lang bauen. Es dauert allerdings das Abbauen hier. Die brauche ich noch. Ach, ich bewundere gerade nur die schöne Musik hier im Hintergrund. Ach ja, Life is Strange. Ein schönes Spiel mit noch schönerer Musik. Das heißt, permanent ist dieses Ungolianer Zeichen hier. Vielleicht muss ich mir wirklich das Schild hier abschaffen. Ich muss mal in der Pause gleich mal googeln. Also gleich, bald. Mal googeln, was das mit dem Wappen auf sich hat.
dass da Gefahren birgt, ziemlich das dann von meiner Bruderstelle. Ich dachte, das könnte ein hübscher Hausschmuck sein. Hübsche Zierde. Nächstes Mal, wenn wir den Bannerträger umgebracht haben und dann mit ihm den ganzen Volk Ärger kriegen, ist dann auch nicht das Wahre. Dann laufe ich rüber zu meiner Holzhütte und hab das dort rein. Und sich dort eine Basis bauen. Ein Stick habe ich schon voll. Eine Spitzhacke brauche ich bald. Der Streamplan für kommende Woche ist auch schon, habe ich auch schon online gestellt. Ist auch schon da. Freitag gibt es dann wieder Minecraft. Und Samstag, wenn ich noch irgendwie gegenteiliges Modi kommt, habe ich mal wieder The Forest geplant. Modi gemeinsam eine Runde Forest spielen. Morgen, also am Montag, gibt es dann wieder an das Quest. Da spielen wir dann da noch ein bisschen weiter. Mittwoch wieder Portal. Freitag ist der Bescheid, habe ich gerade gesagt. Minecraft hier, bauen wir hier wieder eine Hütte noch weiter. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir mit der Hütte fertig sind. Vor allem, weil die Außenmauern aus Beton bestehen. Der Beton wird auch irgendwie hergestellt werden. Das dauert dann, das nimmt auch mal Zeit in Anspruch. Da werden wir noch eine Weile beschäftigt sein. Das ist hier unser Projekt für diese Stream-Reihe. Dass wir das die wieder zu Ende bauen. Und dabei gemütlich quatschen. Das ist so mal mein Vorhaben. Ach du heilige Scheiße. Okay, ein Betonklotz ist, glaube ich, hier runtergefallen. Sah zumindest so aus für mich. Joa. Quest bin ich ehrlich gesagt froh, wenn ich da mal durch bin. Da werden wir im nächsten Stream morgen am Montag hoffentlich das vorletzte Kapitel fertig kriegen. Das war jetzt nicht gerade mein Lieblingsprojekt. Wie das schon so bemerkt, dem was ich hier rede. Ich glaube, wir sollten mal ganz schnell Richtung Bett gehen. Ich will hier noch abbauen. Ist das nicht über Nacht stehen lassen. Damit wir am nächsten Morgen neu anfangen können. Allerdings nicht zu lange gewartet, da haben wir dann auch wieder hier. Wahrscheinlich kommt dann auch das Dorf hier zu mir. Ich habe immer noch das hier. Ich zeichne hier von den Okuyanern.
mal hier wieder Ogujan am Ort. Ist aber viel los, wenn es dunkel wird. Okay, die Hälfte haben wir schon gemacht. Viele Monster hier. Scheint ein paar Spawns in der Nähe zu sein. Ich habe keine Fackeln hier um die Bude rum. Ach du Scheiße. Nein, du sprichst mir nicht schon wieder die Bude in Luft. Komm mit. Soll mal wieder klaren. Creeper hier direkt in der Bude. Komm jetzt hier. Creeper. Ja, komm hier rüber. Komm hier rüber. Spring den Zombie in die Luft. Ha. Ist mal hier links. Komm. So ist richtig. Ich bin dumm. Dann baue ich die schon mal hier ein. Bin auch wieder am Rumhusten. Genossen habe ich auch heute schon wieder. Habe ich mir was aus dem Urlaub mitgeschleppt. So. Das ist eine große Ebene hier. Es braucht viel Beton. Sehr viel. Einige Stacks. Dann wird selbst das nicht reichen, was wir jetzt hier angelegt haben. Wo ist denn der Typ hier? Skelett. Hat jemand was gegen unseren Hausbau? Nein, er hat die höhere Plattform. Aber er stirbt und brennt. Das ist eine riesige Villa. Klar, dass die was dagegen haben, dass die kommen. Protestieren. Das ganze Naturgebiet hier zu betonieren. Für die Villa. Zack, hier alles dicht. Jetzt brauche ich eine Spitzhacke.
Bezirke. Denk mal zurück, da passt nicht mehr gerade einer. Stöcker, Steine. Mach hier schon der Blödsinn. Ganz großen Blödsinn. Okay. Stöckchen und abbauen gehen. Erstmal was trinken. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal neuen Beton machen, weil das, was wir hier jetzt kriegen, reicht vielleicht noch nicht ganz für den Boden. Für die Wände kommt dann auch noch dazu, wenn hier noch ein paar Streams mit Beton zu tun haben. Da wir das im Creative-Modus machen, da dauert das noch ein bisschen. Gelbe Beton, der wird uns noch verfolgen. Bis die gelbe Sonnenvilla fertig werden kann. Wir noch einige Streams verlieren. Unter Wasser. Unter dem Meer. Welche Sendung war das nochmal? Welche Kinderserie? Was ist der Regenbogenfisch? Der Regenbogenfisch, ja. Unter dem Meer. Unter dem See. Fisch, so gut, öffentlich. Das war nicht mal die Kinderserien, das war auch mal. Das ist auch mal wieder toll, das zu sehen. Wie viel man früher geguckt hat. Alten 90er-Serien, die man geguckt hat. Oder für euch die 2000er, ja, die 2010er Serien. Ich habe noch die 90er Serien, viele der 90er Serien und 1997 geboren wurde, ist das mal so noch ein bisschen, eigentlich nicht mehr ganz mitkriegt, aber die liefen noch im Fernsehen. Das ist halt zu meiner Zeit. Das läuft heute im Fernsehen. Ich habe auch, zwischendurch mal wieder hier, ich habe ein Fernsehgerät hier bei mir. Ich habe da auch mal, wenn Nickelodeon oder Disney Channel, die da bei mir auch laufen hier. Ich habe auch mal reingeguckt, was da so läuft. Da läuft viel Scheiße.
Einige seltsame Sachen. Tja, was waren so meine Kinderserien? Das kann ich jetzt aus dem Kopf jetzt gar nicht mehr sagen. Ist am Anfang habe ich natürlich viel, also die groß geworden bin ich mit den ganzen Wissenssendungen, die ich ja wirklich da. Ich am Anfang wirklich nur Wissenssendungen gucken durfte. Haben meine Eltern sich so entschieden. Und was ist draus geworden? Geholfen hat es nicht viel. Dachte ich, guck mal, Kinder, dachte ich so mal, gut, Kinder, Wissensserie, damit ich mal klug werde als Erwachsener. Ja, hat nicht so gut geklappt. Ist so nicht draus geworden. War aber nix. Ist trotzdem ein Dummkopf draus geworden. Ja, aber die ganzen Sendungen, der Löwenzahn natürlich, Sendung mit der Maus, großartig, Wissen macht A, die besten Serien, Checker Chan, kennt man den noch, ich glaube der wurde dann auch irgendwie ersetzt durch Checker Tobi, denn irgendwie der hat zwischenzeitlich auch irgendwie einen Film, gab es einen Kinofilm von dem. Inzwischen ist es, glaube ich, irgendwie wer anders. Und habe ich gehört, ist irgendwie diese Checker-Lots, diese Checker-Serie. Checker-Chan ist, glaube ich, schon eine ganze Weile nicht mehr da. Haben es relativ bald abgelöst. Das werden viele von euch gar nicht mehr miterlebt haben. Was habe ich noch so geguckt? Hier den Willi Biss Wissen natürlich, das war zu meinen, das war absolut. Das war ein Highlight. Wenn man sich das jetzt später anguckt, so meine Kinderserien später dann so als Erwachsener anguckt, sind auch richtig awkward. So richtig, ja, sehr seltsam so ein bisschen. Und dann denkt so, okay. Das hat man als Kind so gefeiert. Das mochte man als Kind. Ja, der kleine Prinz natürlich, da gab es auch so ein Anime, würde ich gerade sagen, so eine Zeichentrickserie. Das ist eine animierte, so eine. Nee, ich glaube nicht eine animierte, ich meine mich daran erinnern, dass da gab es durch so eine Zeichentrickserie, die da wirklich, also nicht animiert, sondern so im Zeichenstil war. Gibt ja auch noch eine neue irgendwie dann. Als ganz kleines Kind hat man dann. Sandmännchen hat man natürlich immer als ganz kleines Kind geguckt. Was gab's noch so? So ein paar von den 90ern habe ich da natürlich auch hier. Kann mich daran erinnern, sogar das habe ich nicht wirklich geguckt, aber so ein bisschen so. So mal reingeguckt haben, erinnere ich mich. So die Gummibärchenbande. Dass ich da mal ein, zwei Folgen von geguckt habe, weiß ich. Das da schon so. Ein bisschen Inhalt kenne ich daraus. War aber wohl auch nicht so mein Lieblingsding. SpongeBob natürlich. Typische Kindheit, das ist dann, was man da. Es ist SpongeBob. Die alten Folgen. Damit sind viele groß geworden. Auch durch die Generation hindurch.
jetzt durch. Jetzt gibt es ja immer noch. Obwohl die neueren Folgen. Naja. Was Neueres, manchmal. Es war doch nur irgendwie, ist dann auch irgendwie 3D geworden und irgendwie der. Ganz komisch, irgendwie neu ist die neuesten Filme, den sie im Kino gemacht haben, fand ich auch nicht mehr so. Ja, es war auch irgendwie. Der Humor ist auch irgendwie seltsam geworden. Und von den Comedy-Serien später dann natürlich eher so als größeres Kind dann schon Family Guy. Ja, Family Guy gucke ich bis heute teilweise. Das sind ja auch lustige. Lustige Folgen dabei. Family Guy, Simpsons. Was hat man noch so geguckt? Das meiste erinnere ich mich gar nicht mehr dran, kann ich eigentlich nicht aufzählen. Die Hälfte habe ich bestimmt auch wieder vergessen. Pippi Langstrumpf natürlich, die Filme auch auf die DVD dann. Die alten Klassikerfilme. Und auch die Zeichentrickserie, gab es auch eine Zeichentrickserie von Pippi Langstrumpf. Auch ja, als auch Film hier Momo. Ja, nicht das neue Modus, nicht diese Schreckgestalt, ja, die du auf YouTube finden kannst. Nicht auf, also wenn ihr ein bisschen schreckhaft seid und wirklich, wenn durch solche Charaktere, wenn ihr da leicht zu schockieren seid, dann bitte nicht auf YouTube Momo eingeben. Das ist so ein bisschen, ja, das war mal so ein Trend. Das ist ja, ich meine, das von, wie ist der Michael Ende, hieß der, glaube ich, das von, war das Michael Ende? Bin mir nicht sicher. Die Geschichte hier mit dem kleinen Mädchen und der Schildkröte. Die Meisterhurra. Habe ich auch jetzt als DVD im Regal stehen. Könnte ich auch mal wieder gucken. Das ist ein zeitloses Ding. Das kann man als Erwachsener und als Kind gucken. Jim Knopf natürlich. Das habe ich auch gefeiert, als das dann im Kino war, als Realverfilmung. Auch so ein Stück Kindheit, was dann zukommt. Zeichentrickserie von Jim Knopf, wo die das Intro-Lied von den Toten Hosen gesungen. Jim Knopf, wie bin ich jetzt auf Kinderserien gekommen? Keine Ahnung. Ich quatsche manchmal viel Blödsinn, wenn das Stream lang ist. Hier müssen wir noch ein bisschen sammeln gehen. Ja, langsam wird's hier. Vielleicht kriegen wir den Boden heute fertig. Können wir im nächsten Stream nach oben bauen. Das ist viel. Nur eine große Fläche. So, dann google ich mal in der Pause, was es hiermit auf sich hat. Ob wir das Thema entfernen sollten oder was wir damit machen können. Und ja, dann mache ich eine kurze Pause. Und wir sehen uns in der Viertelstunde wieder. Da spiele ich ja noch weiter und sammle wieder Sand und Kies. Fängt das Ding von vorne an. Und hoffen, dass wir es heute fertig kriegen. Zumindest den Boden. Gut. Na dann. Ab in den Warteraum. Die Musik lasse ich an. Könnt ihr ein bisschen Musik hören, während ich Pause mache. Bis gleich.
So, dann weiter geht's. Kies und Sand, immer weiter Kies und Sand. Schaufel haben wir noch dabei. Schaufeln haben wir dabei. Kies und Sand. Die Grabrei. Auch wieder einen Damm, den wir einreißen können. Bauen wir danach alles wieder zu. Oder auch nicht. Wieder zwei Stacks. Vom Sand ist das weniger Aufstand umständlich. Beim Kies dauert das mal ein bisschen länger.
haben wir nachher nichts mehr für Scheiben. Müssen wir nochmal woanders hingehen, um Sand für Scheiben zu suchen. Für Glas. Vielleicht finden wir irgendwo eine Wüste. Die Wüsten noch abgraben. Und dann gehen wir dann in die Wüste und holen nun nehmen nur Schaufeln mit und dann holen wir ein Inventar für Sand zurück. Momentan machen wir aber hier Unterwassersand. Das wird's reichen. So, zwei Stecks Sand. Jetzt mal ein bisschen Kies. Wir müssen natürlich wieder regelmäßig auftauchen. Das macht das Ganze nämlich ziemlich lästig, wenn wir hier mal auftauchen müssen. Regen kann ich auch nicht mehr. Gut für den Minecraft-Stream. Haben wir uns hier mal durch. Wenn wir uns hier durchgegraben haben, suchen wir den nächsten Graben. Das erste Mal das Kies mal was Nützliches ist. Wenn man Beton gebraucht hat, braucht man das hier nirgendwo für den Kies. War man nur nervig, wenn du in den Höhlen unterwegs warst oder den Kies statt seinen Stein bekommen hast. Böser Creeper, hau ab. Muss mal kurz gucken. Alles klar. Ach, ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe in der Pause nicht nachgeguckt, was das Zeichen hier heißt. Ich werde nicht vergessen, was das Banner bedeutet. Aber bisher hat es mir noch nicht zu viel Schlechtes gebracht. So, nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes. Also bei mir hat sich noch kein Villager-Dorf gegründet. In meiner Bude. Das Auftauchen nicht vergessen. Kies-Stack lässt sich auch viel schwerer abbauen als ein Sand-Stack. Auch von oben. Das ist irgendwie ungleich mehr Arbeit.
So. Bald haben wir den ersten Stack voll. Wie schnell waren wir mit dem ersten Stack Sand und den zwei Stack Sand fertig waren. Dann ist da was hier. Jetzt müssen wir mal neues suchen. Und wir kramen hier auf dem Boden. Wir kramen uns tiefer rein. Das war ein steiler Aufstieg. Verzeihung. Der Genosse hat genossen. Ja, schaufeln alle. Nee, ich hole mir eine neue Schaufel, das tue ich mir nicht an. Kaffee trinken. Ja, was ich im Urlaub auch gemacht habe, habe ich mir zwei neue Blu-rays fürs Regal besorgt. Da kamen ja jetzt die DVDs. Kam jetzt hier der neue Fantastische Tierwesen Teil auf DVD raus. Hat mir gleich besorgt. Und der neue Spider-Man. Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse und was bin ich denn blöd? Spezialen brauche ich hier gerade nicht. Und hier Spider-Man. Spider-Man No Way Home habe ich mir noch besorgt. Kann man mal die Tage gucken. Oder die Wochen. Wenn man Zeit findet. Habe ich schon im Kino geguckt, beides, aber für die DVD ist jetzt auch mal toll, das zu haben. Das normal gucken zu können. Und der neue mit Doctor Strange. Doctor Strange 2, den ich noch nicht geguckt habe. Der kam auch auf die DVD raus, aber das war dann schon zu spät. Habe ich gesagt, nee, lass mal lieber. Kauf's niemand anders. Ja, ich bin noch aufgehoben für einen späteren Moment. Ich weiß nicht, was da passiert ist, das war da so durch das Wasser gleiten. Irgendwie. Ich werde mal kurz, so schön es auch ist. Die Musik mal ändern. Hm.
So, ich denke, ein kurzes Stündchen können wir noch spielen. Bis 21 Uhr. 21 Uhr mache ich heute wieder Schluss. Dann will ich unter anderem will ich ja noch der. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Stray aufnehmen. Ich habe mir jetzt auch Stray gekauft. Das ist ein Katzenspiel, was rausgekommen ist. Das nehme ich aber lieber im. Das nehme ich lieber im Let's Play auf für YouTube. Ohne Stream. Einfach um es in aller Ruhe und zwanglos zu spielen. Ist am besten, wenn ich das gechillt. Out of Stream spiele. Oha, wir müssen auf den Sauerstoff achten. Die hier gleich da unten. Wenn ich nicht aufpasse. Essen muss man dann auch mal wiederholen. Ich glaube, ein bisschen Brot haben wir noch in der Kiste. Das können wir noch nehmen. So, mal gleich die Kisten voll. Die Kisten voll, den Stick voll. Ich bin ja auch wieder verwirrt. Von mir selbst. Keinen Schaden mehr. Jetzt ein Boden, der gefliegt uns recht noch nicht. Okay, noch ein paar. Das ist kein Kies. So, zwei Stacks von beidem. Gerade hatte ich ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr rechtzeitig auftauche. So, den Kaffee leer getrunken. Farbstoff. Der reicht vielleicht auch nicht ganz. Schon mal den Sonnenaufgang an. Da können wir schon schlafen. Sonnenuntergang natürlich. Sonnenaufgang. Na, komm mal. Der ewige Kreis. Sind wir ja hier. Savanne. Oder was sind wir? Ja, eher Tümpel als Savanne. Ich glaube, wir müssen gleich wieder Blumen pflücken gehen. Ein Brot haben wir noch. Das hat nicht viel geholfen.
Erstmals können wir wieder rennen. So wie die 4 Stacks Beton. Falls 4 Stacks reicht, der Farbstoff. Für die 4 Stacks. Weiß man natürlich nicht. Die Musik für mich mal ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, die ist im Stream dann nicht zu laut, dass man mich noch labern hört. Ist der Farbstoff weg. Na gut, dann machen wir erstmal mit dem hier. Reichen tut es ganz bestimmt nicht. Hier füllen. Spitzhacken brauchen wir. Alle auf einmal bauen. Und was so machen. So, Beton bauen. Betonbau, 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 Betonbau. Tja. Ich finde die Zuschauer natürlich immer wieder wahnsinnig unentspannt. Das gehört halt zum Bau im Survival Mode irgendwie mit dazu. Und vielleicht ist auch irgendwie ganz entspannt, mich quatschen zu hören. Falls ich mal quatsche. Ja, ich quatsche die ganze Zeit, aber so zu Themen jetzt nicht wirklich. Muss man mal gucken, was mir so in den Kopf kommt mit den Themen. Mit DVDs und Blu-rays haben wir jetzt geredet. Urlaub haben wir auch schon geredet. Kindheitsserien haben wir auch schon geredet. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Okay, Sand.
So, Abbau, Abbau. Jetzt wird hier weggespült. So, das Deck ist voll. Ja, also und sonst so. Joa, Stray haben wir gerade angefangen, da habe ich auch da ich schon geredet, dass da haben wir gerade angefangen zu reden. Habe ich gerade angefangen zu reden, der hat zugehört. Joa, ich bin begeistert von dem Spiel. Die ersten 2, 3 Stunden, die ich schon gespielt habe davon. Ich finde es großartig. Da teilen sich, da spalten sich ja die Meinungen. Habt da Gutes wie Schlechtes von gehört. Das Spiel polarisiert ziemlich. Jetzt viele, die das nicht mögen. Und sehr viele, die das mögen. Ich gehöre zur Mögen-Fraktion. Also mir gefällt das wirklich, dass da allein schon in den ersten 2 Stunden viele Sachen, die man die süßen Katzen, auch später die Roboter, denen man begegnet. Das ist ja kein Spoiler, weil das schon in den Trailern so ist. Das in den Trailern schon gezeigt wird. Die Roboter, die auch alle ihre Persönlichkeit haben, das ist ja wirklich. Uff. Natürlich hat das jetzt nicht so viel, ist jetzt nicht. Es hat jetzt nicht so viel Story, dass man da irgendwie. Also die Story ist jetzt nicht so wahnsinnig Fülle. Es ist halt so zum. Ein stetiges kleines Katzenspiel halt eben. Halt eben. Alter Schwede, ich werde auch bekloppt. Wenn ich halt eben sage, dann ist mir wichtig, ist es eben auch ungefähr durch. So, da sehe ich gelbe Blümchen. Da brauche ich noch ein paar von. Na, die Musik passt aber gerade sehr gut. Zusammen unter Wasser. So leicht durchs dunkle Wasser. Und zur Reise. Wo Blumen pflücken gehen. Wenn ich mit dem Haus fertig bin, gibt es nur so mal gelbe Blumen. Ich habe jetzt alles Löwenzahn weggepflanzt. Ja, Löwenzahn. Alles weggepflückt. Oh, es wird nachts, wir sollten vielleicht nicht zu weit rausgehen. Hier gibt es auch nicht mehr viel. Vor allem, wenn ich nur ein Herz habe. Bisschen Essen mitnehmen, bevor wir wieder zurückgehen.
Ja, ich habe mich aber weit entfernt. Ich sollte mal wirklich meinen Rückweg angehen, ohne zu viel Fallschaden zu nehmen. Fisch mitgenommen. Nee, haben wir nicht. Krieg keinen Fisch hier. Hier nicht drauf gehen. Wo ist meine Bude eigentlich? Bin ich weit weggelaufen? Da ist die Bude. Schönes Lammkotelett. Und wolle für ein Bett was, falls ich das unterwegs brauche. Ach du scheiß Creeper. Na komm hier ins Wasser. Ich hasse es. In welchem Wasser hat er mich? Irgendwo liegt hier nochmal Zeug. Gehen wir erstmal schlafen. Hier ist mein Zeug. Ich weiß nicht, wie viele Blumen wir jetzt mitgenommen haben. Reicht wahrscheinlich nicht für viel Farbstoff. Zwei Blümchen werden wohl kaum reichen. Ich weiß nicht, wie viel Farbstoff die geben. Wahrscheinlich zwei. Ich dachte es mir. Immerhin.
Du vielleicht den anderen Beton erstmal fertig machen. Zwei Stacks, die wir hier haben. Eine Feder haben wir hier. Die Wolle mal ablegen. Okay, Pfeiler. Ein bisschen Erde dabei haben ist immer nicht schlecht. Stöcker. Kiste mit dem Fleisch. Dem Fleisch beim Brutzeln zu gucken. Ist ja nicht so viel. Puh. Ist ja auch wieder heiß geworden. Dann machen wir mal Beton. Aus dem trockenen Beton. Können wir auch hier wieder nebeneinander stapeln. Junge. Das Prozedere, was wir heute schon dreimal gemacht haben, drei oder viermal. Beton muss her. Packen wir es auf einmal ran. Müssen wir mal einmal abbauen. Und ich dann vorher noch mal setzen. Dann reicht die Platz jedoch nicht füllen. Das machen wir hier unten, passt trotzdem nicht dort hinten rein. Trotzdem noch zu wenig. Unter Wasser arbeiten. Schnell auftauchen.
so tief im Wasser ist das ein bisschen gefährlich. Ja, so klappt das nicht. Mal hier hoch hier. Hier auf dem Land ist das am besten. Gut, geht am schnellsten. Da kommt hier wieder Wasser. Allerdings, wenn man vom Wasser getrieben wird, muss man auch nur eine Taste drücken. Den Rest macht der Wasser, das Wasser. Joa. Jetzt kommen wir hoch hier. Zack. Na, das ist hier ein bisschen schwierig über dem Wasser. Vielleicht gegen den Strom buddeln. So geht es doch am leichtesten. So, uff. Machen wir das noch. Wird hier schon wieder zwielichtig. Oha, da geht's tief runter. Also ich baue das hier noch zu Ende ab. Dann können wir ins Bett gehen. Ich hoffe, es wird nicht zu dunkel hier, wenn ich baue. Es wird hier schon wieder Nacht. Vielleicht schon. So dumm, wie ich mich manchmal anstelle hier. Na komm, ist nicht mehr viel. Zwei Zeilen hier noch. Zwei Reihen.
So, das haben wir doch gleich. Dann kommen wir vielleicht den Creepern. Und können ins Bett. Letztes Stück. So, auf geht's. Keiner Monster hier. Ist aber beunruhigend fast. Na, wird das reichen? Er ist nicht mehr viel an der Boden. War recht voll das Ding. In der Anleitung nächster Schritt alles Beton wieder abbauen und durch Holz ersetzen. Ist nicht so, als hätte es das schon gegeben in der Leitung. So, alles, was jetzt Beton war, war nur Muster. Du siehst, wie es später aussehen soll. Jetzt baut das Ganze aus Holz. Die Beton darfst du wegschmeißen. Yay, wir haben es fertig. Und noch ein bisschen was übrig. Yay. Meine große gelbe Plattform. So, 15 Steine haben wir noch. So, dann zücke ich meine Anleitung. Guck mal, an welcher Mauer. Welche Wand die Steine, die 15 Steine noch abkriegt. Dann würde ich nämlich sagen, wir wollen nochmal Beton abbauen. Beton anbauen. Mach ich dann gleich auch Schluss. Ich habe zwar gesagt bis 21 Uhr, aber hier ist fast 21 Uhr. Okay. Das ist interessant. Hier haben wir den Swimmingpool.
Wenn ich das richtig verstehe, muss das dann so hier. Zwei. Also hier. Fast schon stimmen. Und dann das hier mit verbinden. Das wird hier nicht reichen. Die beiden sollen jetzt miteinander verbunden werden. Hier ist aber, glaube ich, hier nicht mehr genügend. Doch, aber für den Farbstoff bräuchten wir dazu noch. Könnte man das noch zu Ende machen? Haben wir hier die erste Säule. Die ersten beiden Säulen. Und noch ein bisschen Farbstoff finden. Kletter mal da oben auf den Berg. Vielleicht haben wir da noch ein Blümchen. Oder zwei. Ja, hier ist der Höhleneingang. Ich bin Fackeln markiert. Ich bin auch dumm, dass hier die Höhle mit Fackeln markiere, aber von meinem Bude keine Vergehensätze. So, Blumen pflücken. Okay, hier drüben sind noch ein paar. Können wir das vielleicht trotzdem mit noch fertig kriegen? Nicht das ganze Haus, aber den einen Übergang dort. Ah, hier sind genügend Blumen. Mein Löwenzahn ist jetzt auch nicht gerade die seltenste Blume. Auch in meinem Kopf nicht. So, jetzt noch wieder zurück. Dann können wir uns noch 13 Beton machen. 12. Sein wir schon noch ein Kies. Lassen wir das seltsame Gerüst dort stehen. Bis zum nächsten Stream am Freitag. Dann nimmt der Hausbau nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr Fahrt auf. Wenn der Boden jetzt steht. Das Kies und Sand abbauen ist ein bisschen nervig. Wird aber auch mit dazu.
mein Fleisch. So. Vielleicht können wir auch weniger. Ich habe nicht nachgedacht. Ich reiß doch nicht ganz. Ach so, Farbstoff. Okay, machen es hier zu Ende. Ich würde es unterbrechen mit dem Farbstoff, den wir schon haben. Das kann ich noch zu Ende ziehen. Beton. Stimmt, das sind ja mal Achterlings. Achterlinge. Das Ding noch abbauen. Das schaffen wir heute noch. Machen wir doch bis 21 Uhr. Ist ja jetzt schon gleich. Achso, einen habe ich noch. Dachte, ich muss jetzt zurückgehen und dann noch Spitzhacke holen. Jetzt haben wir hier so ein erstes Dach. Machen wir wahrscheinlich die Außenveranda. Fünfzehn Stände hätte ich noch. Okay, hier kommt auf jeden Fall noch was hin. Sonst würde es hier in der Luft schweben. Dann wahrscheinlich auch Wände rein. Dachte ich mir. Perfekt. Das Große machen wir dann später weiter. So, noch die Kiste entfernen. Ich gucke gerade mal. Ah, okay. Ja, das dann. Vielleicht bleibt die Fassade noch dort offen. Wir haben nur hier die Wand.
Das dann aber am nächsten Stream. Musik hat schon ganz passend unterbrochen. Ja. Na dann. Soll es das für heute gewesen sein? Minions of Peaches. In dem Sinne. Ja. Dann schicke ich euch mal in die Endcard. Dann raiden wir noch zu jemandem. Ich habe schon so eine Idee, wohin wir heute raiden. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder zum nächsten Minecraft-Stream. Wenn ihr das auf YouTube seht, einschalten. Freitag Twitch. Lohnt sich. Zuschauer lohnt sich. Mit Chatten. Lohnt sich noch mehr. Na dann. Ab in die Endcards. 3, 2, 1.